Tagesordnungspunkt 12. Zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz über die Organisation der sozialen Dienste, der Justiz und der Führungsaufsicht, Drucksache Nummer 209273 zu Drucksache Nummer 8116. Berichterstatter steht schon, ist Herr Dr. Ulrich Wilken. Herr Kollege, Sie haben das Mikrofon. Danke, Herr Präsident. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Gefasst von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD, gegen SPD, Freie Demokraten, Die Linke. Vielen Dank. Damit kommen wir zur zweiten Lesung. Und die erste Wortmeldung, die mir vorliegt, ist von Kollegin Schad-Sauer für die FDP. Sie haben das Wort. Gott, ist der groß. Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Präsident, ich merke gar nicht, dass ich die Reihenfolge umdrehe. Der vorliegende Gesetzentwurf soll die Gerichtshilfe und die Bewährungshilfe in Hessen vereinen. Beide sollen bei den Landgerichten angesiedelt werden und nicht wie bisher Bewährungshilfe bei den Landgerichten und die Gerichtshilfe bei den Staatsanwaltschaften. Beide Dienste nehmen bis dato unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Justiz wahr. Während die Gerichtshilfe unter anderem für Vermittlung und Überwachung gemeinnütziger Arbeit zur Tilgung von Geldstrafen verantwortlich ist, man spricht auch als Ermittlungsorgan der Staatsanwaltschaft, werden die wollen nicht zuhören hier auf der rechten Seite, werden Bewährungshelfer verurteilten Straftätern zur Seite gestellt. Sie überwachen aber auch die ausgesprochenen Weisungen und Auflagen und führen, und das ist ein wirklich sehr individuelles Geschäft, individuelle Lebensberatungen durch. Beide, sowohl die Gerichtshilfe als auch die Bewährungshilfe, nehmen somit im Gefüge der Justiz wichtige Aufgaben wahr, in ihrer jeweiligen Rolle. Sie tragen zur Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates bei. Entschuldigung, Frau Kollegin. Danke. Sie tragen zur Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates bei, sei es im Bereich der Ermittlungen, Staatsanwaltschaft oder im anderen Abschnitt im Bereich der Resozialisierung, der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Beides wichtige Bereiche. Die Freien Demokraten stehen einem Wandel und der Optimierung nicht entgegen. Wir setzen uns ja vehement ein, fordern Optimierung, Schaffung neuer Stellen, Digitalisierung, E-Akte, viele Dinge, die wir auch gerade in den zurückliegenden zwei Tagen diskutiert haben, und vor allen Dingen verbesserte Arbeitsbedingungen in der Justiz. Und nun legt diese Landesregierung einen Gesetzentwurf, der Bewährungs- und Gerichtshilfe vereinen soll. Synergieeffekte nennt man das. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, Synergie ist gerade im Bereich des Rechtsstaats auch nicht alles. Gerade nach der Anhörung der Experten, dem Austausch mit diesen, ist für uns klar, dass die Zusammenlegung von Gerichts- und Bewährungshilfe keine gute Option ist. Die Praktiker, die tagtäglich diese Arbeit machen, in diesen zwei Rollen, die ich aufgeteilt habe, und die haben da sehr gut aus der Praxis erzählt, die haben sich sehr deutlich gegen die Zusammenlegung ausgesprochen. Die Landesarbeitsgemeinschaftsgerichtshilfe Hessen äußerte in der mündlichen Anhörung, dass aufgrund der verschiedenen Aufgabenschwerpunkte ein Neutralitätskonflikt entstehe. Innerhalb der Gerichtshilfe bestehe der Ansatz der Freiwilligkeit, während es innerhalb der Bewährungshilfe nachvollziehbar verpflichtende Kontakte seien. Daneben wird nachvollziehbar die Gefahr gesehen, dass durch einen neu geschaffenen, synergisch gebildeten sozialen Dienst der Justiz die erforderliche Zusammenarbeit zwischen Justiz und Sozialarbeit leide. Die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften würde sich, so die konkrete und dargelegte Befürchtung, qualitativ verschlechtern.
und die Wahrnehmbarkeit von Gerichtshilfe als eigener Fachbereich innerhalb der sozialen Dienste gehe verloren. Es wurden von den Anzuhörenden auch sehr qualifiziert dargelegt, dass aufgrund der mit unterschiedlichen gesetzlichen Aufträgen, ich habe das eben noch einmal in unserer Wahrnehmung dargestellt, ausgestattenen Tätigkeitsfelder eine Zusammenlegung daher nicht sinnvoll ist. Und die eben genannten Synergieeffekte werden vielfach bezweifelt. Es wird eher eine Mehrarbeit für Bewährungshilfe. Und in diesen Segmenten, auch dort, reden wir über die Frage, wie gewinnt man für diese jeweils wirklich sehr anspruchsvollen Tätigkeitsfelder Fachkräfte, Arbeitskräfte, die Aufstiegschancen sich nicht verbessern. Man könnte ewig so weitermachen. Die Deutsche Justizgewerkschaft, auch zugegen, sieht ebenso kaum eine Synergieeffekte, befürchtet auch eher Kosteneinsparungen und keinen Gewinn in der Sache selbst. Die wenigen positiven Aspekte, die man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte bei einer solchen Anhörung, die sich vereinzelt mit der besser auf dem Papier zu organisierenden Vertretungssituation darstellen lasse, weil man natürlich dann eher den Wechsel auf dem Papier wiederum, aber mit den Konflikten einhergehend, das lässt sich natürlich alles etwas leichter auf der Matrix sozusagen organisieren. Aber die qualitativen Verschlechterungen und vor allen Dingen, dass diese Rollenaufteilung natürlich, die wird sich verwischen mit der Zeit. Am Anfang werden alle eng sagen, ja, der Bereich trifft sich, der Bereich trifft sich. Aber uns leuchtet ein, dass diese Rollenaufteilung, die ihren Sinn aus unserer Sicht der Freien Demokraten hat, in dem Gesamtgefüge von der präventiven Strafarbeit und der sozusagen dem Strafvollzug näher mit der Zielsetzung Resozialisierung, was uns auch ein großes Anliegen ist, die Instrumentarien zu nutzen, diesen Schritt nicht zu gehen. Wir regen an, dass die Landesregierung das überdenkt. Die Freien Demokraten jedenfalls haben den Praktikern sehr genau zugehört. Und von daher ist für uns klar, dass wir dem Votum der Praktiker folgen und den Gesetzentwurf der Landesregierung ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes kommt Frau Hartdegen für die Sozialdemokratie und danach Herr Wilken für die Linken. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es wird Sie sicherlich wenig überraschen, wenn ich Ihnen jetzt gleich sage, dass wir unsere Meinung zu diesem Gesetzentwurf nicht geändert haben und weiterhin dieses Gesetz ablehnen werden. Ja, das können Sie ruhig bedauern, Herr Kollege. Die Anhörung hat gezeigt, dass alle Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich gegen dieses Gesetz ausgesprochen haben. Eines der wichtigen Argumente war die unterschiedliche Arbeitsweise. Wir haben da eben schon etwas darüber gehört. Und auch die Tatsache, dass es sich um zwei unterschiedliche Auftraggeber handelt. Es wird insbesondere darauf abgestellt, dass die Gerichtshilfe einen sehr engen Kontakt zur Staatsanwaltschaft braucht und auch eng mit dieser zusammenarbeitet. Die Gerichtshilfe nimmt eine neutrale Position innerhalb der Ermittlungsbehörde ein, während die Bewährungshilfe die Probanden bei der Erfüllung der Bewährungsauflagen und den ersten Schritten in ein straffreies Leben unterstützt. In der Bewährungshilfe wird eine langfristige Beziehungs- und Betreuungsarbeit geleistet. Die Gerichtshilfe wird von den Staatsanwaltschaften beauftragt und soll kurzfristig Berichte über die Lebensumstände des Beschuldigten und über das Opfer erstellen. Die Gerichtshilfe leistet keine Betreuungsarbeit. In diesem Zusammenhang wurde von den Anzuhörenden auch auf den eben schon geschilderten Neutralitätskonflikt der Mitarbeitenden hingewiesen. Insbesondere entstehe dieser, wenn man in beiden Bereichen für den gleichen Klienten tätig sein müsse. Lediglich im Bereich der Vermittlung der gemeinnützigen Arbeit gibt es eine Überschneidung in beiden Berufen. Die Tatsache, dass diese Vermittlung in gemeinnützige Arbeit in der Vergangenheit enorm zugenommen hat in der Gerichtshilfe, spricht aber ganz sicher nicht für die Zusammenlegung dieser Dienste. Ganz im Gegenteil. Die
die Tatsache, dass die Gerichtshilfe viel zu wenig mit den ihr ursprünglich zugeschriebenen Aufgaben im Bereich der Ermittlungsverfahren beauftragt wird, sollte eher dazu führen, dass die Gerichtshilfe eigenständig gestärkt wird und dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaften sie wieder mehr in die Ermittlungsverfahren einbindet. Denn dies ist die eigentliche Aufgabe, die Ermittlung der Persönlichkeit und der Lebensumstände des Beschuldigten, der weiteren Tatumstände und die Opferberichterstattung. Dass sie diese Aufträge nicht mehr bekommt, ist kein gutes Zeichen für unser Rechtssystem. Mich hat in der Anhörung in diesem Zusammenhang besonders die Aussage des Landgerichtspräsidenten Dr. Müller aus Fulda erschreckt. Der sagte, dass der Einsatz der Gerichtshilfe nach 160 StPO nur Theorie sei. Die Staatsanwaltschaften hätten kein Interesse daran, die Laufzeit der Verfahren zu verlängern. Er habe einen solchen Auftrag in den Akten in seiner Bearbeitung noch nicht gesehen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das kann doch nicht sein, dass wir eine Chance, die Ergebnisse der Ermittlungsverfahren zu verbessern, passgenaue Urteile zu fällen und Auflagen zu erteilen, die zu dem jeweiligen Täter und der Tat passen, nicht nutzen, weil wir bei den Staatsanwaltschaften Zeit sparen müssen. Das ist in meinen Augen eine eklatante Schwächung unseres Justizsystems. Und wenn wir wissen, dass dies in der Praxis so ist, dann ist es doch der völlig falsche Weg, mit der Zusammenlegung die Beauftragung der Gerichtshilfe in den Ermittlungsverfahren noch weiter einzuschränken und zu schwächen. Wir haben in der Anhörung nämlich auch gehört, dass dort, wo die Zusammenlegung pilotiert wurde, die Aufträge in den Ermittlungsverfahren noch weiter zurückgegangen sind. Aus Kassel wurde uns z.B. berichtet, dass bisher dort die Hauptaufgabe der Gerichtshilfe im Bereich der Ermittlungsverfahren liege, was damit zusammenhänge, dass man über Jahre eine enge Beziehung zu den Staatsanwaltschaften aufgebaut habe und dort sehr präsent sei. Dort besteht nun natürlich die Angst, dass durch die Trennung von der Staatsanwaltschaft die jahrelange Arbeit zunichte gemacht wird und dass auch dort die Beauftragungen in den Ermittlungsverfahren wie in den pilotierten Diensten zurückgehen wird. Damit einhergehend wird befürchtet, dass die Gerichtshilfe als eigener Dienst nicht mehr wahrgenommen wird und die Beauftragung in den Ermittlungsverfahren, der Rückgang der Beauftragung in den Ermittlungsverfahren in den pilotierten Gerichten deutet ja schon darauf hin, dass dies so sein wird. In seiner Regierungserklärung hat der Justizminister am Dienstag auf die im Haushalt enthaltene Aufstockung der Stellen bei den Staatsanwaltschaften hingewiesen. Dies ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber es darf dabei nicht bleiben. Wir müssen auch auf eine Änderung des § 160 Absatz 3 Satz 2 StPO hinwirken, um den Einsatz der Gerichtshilfen in den Ermittlungsverfahren zu fördern und damit zu einer wirklichen Stärkung unseres Rechtssystems beizutragen. Und um noch einmal auf die Situation in Fulda zurückzukommen, die kenne ich halt persönlich auch ganz gut, ja, dort hat sich für den einzigen vorher vorhandenen Gerichtshelfer, also es gab dort nur einen einzigen, hat sich die Situation sicherlich durch die Pilotierung verbessert. Und weitere Aufgaben, wie z.B. das Marburger Modell, hätte mit nur diesem einen einzigen Gerichtshelfer sicherlich nicht verwirklicht werden können. Aber deshalb die Dienste generell zusammenzulegen, ist nicht die Lösung. Die Lösung hätte eine Aufstockung des Personals bei diesem Gerichtshilfestandort sein müssen. Und wenn Dr. Müller erklärt hat, dass für zwei Personen dort dann nicht genügend Arbeit vorhanden gewesen wäre, er aber gleichzeitig erklärt, dass diese weiteren neuen Aufgaben und diese Projekte nicht hätten durchgeführt werden können, nur mit der einen Person, dann widerspricht sich das in meinen Augen. Gerade die Schaffung dieser neuen Aufgabenfelder in der Gerichtshilfe hätte eine Personalaufstockung mehr als gerechtfertigt und hätte damit auch das Problem der dort nicht vorhandenen Urlaubs- und Krankheitsvertretung an diesem Standort gelöst. Und auch eine gemeinsame Betreuung der Einsatzstellen für gemeinnützige Arbeit macht es nicht erforderlich, eine Zusammenlegung herbeizuführen.
Auch ich habe in Fulda in verschiedenen Projekten mit den gleichen Einsatzstellen für gemeinnützige Arbeit zusammengearbeitet, wie dies die Gerichtshilfe und die Bewährungshilfe getan hat. Ich habe mich sehr eng mit dem Gerichtshelfer und den Bewährungshelfern abgesprochen, und die Einsatzstellen waren weder verwirrt durch verschiedene Ansprechpartner, noch hat es irgendwie darunter gelitten, abgesehen davon, dass wir generell viel zu wenige Einsatzstellen für gemeinnützige Arbeit haben. Aber das ist dann noch einmal ein anderes Thema, auf das man vielleicht dann auch mal eingehen sollte. Und daraus ergibt sich. Bitte an die Redezeit, Frau Kollegin. Ja, ich versuche es. Daraus ergibt sich dann, dass alle diese Argumente keine Argumente für eine Zusammenlegung sind. Es gibt auch noch viele Dinge, die dagegen sprechen, wie z.B. der Datenschutz bei der Weitergabe von Akten, die Beurteilung der Mitarbeiter für Beförderungen, die fehlenden Beförderungsstellen, die jetzt schon in der Bewährungshilfe vorhanden sind und die dadurch noch viel weniger werden, wenn wir jetzt die Gerichtshilfe auch noch auf diese Stellen setzen wollen. All dies spricht eher dagegen. Ihr allerletzter Satz. Aber sollte dieses Gesetz kommen, und davon müssen wir ja realistischerweise ausgehen, dann appellieren wir inständig an die Landesregierung, für mehr Beförderungsstellen in den sozialen Diensten der Justiz zu sorgen, die Erkennbarkeit der Gerichtshilfe weiterhin sicherzustellen und vor allen Dingen den Einsatz der Gerichtshilfe in den Ermittlungsverfahren zu stärken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich wollte nur für Ihr Selbstwertgefühl sagen, 1:13. Ein bisschen nächstens dimmen. Danke. Wen habe ich aufgerufen? Ach ja, Kollege Wilken. Steht doch schon. Und danach kommt Frau Förster-Eldmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gerichtshilfe und Bewährungshilfe sind zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Das haben meine beiden Vorrednerinnen hier dargestellt. Das erspare ich jetzt dann noch einmal auszuführen. Es sind zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche, und es gibt zwei verschiedene unterschiedliche Auftraggeber. In der Anhörung wurde unter anderem das Argument bemüht, man kann es zusammenlegen, weil beides Sozialarbeit ist. Nun habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Lage sind, beide Aufgabenbereiche abzudecken. Aber Staatsanwälte und Richterinnen und Minister sind auch alles Juristen. Aber ich bestehe doch auf der Rollenteilung, und ich finde, die sollten wir bei Gerichtshilfe und Bewährungshilfe auch beibehalten. Danke sehr. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Förster-Eldmann, und danach der Kollege Müller. Der Kollege Müller. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Zusammenführung der sozialen Dienste ist längst überfällig. Das ist das Ergebnis aus meinen Überlegungen. Und ich will Ihnen allerdings auch nicht vorenthalten, dass natürlich in der Anhörung es auch andere Meinungen gab. Ich fange mal an mit dem Herrn Hering von der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Gerichtshilfe, der sich ähnlich wie die Vorrednerin dagegen ausgesprochen hat, weil er meint, dass Bewährungshilfe und Gerichtshilfe zwei unterschiedliche Ziele verfolgen und eine unterschiedliche Herangehensweise und Beziehung zu ihren Klienten hätten. Was ich allerdings nicht sehr gut fand, das hatte ich auch gestern oder vorgestern schon einmal gesagt, dass allein darauf abgezielt wird, dass diese Synergieeffekte Sparmöglichkeiten hätten. Und er geht weiter und unterstellt dem Gesetzentwurf, dass damit die Gerichtshilfe sozusagen ausgedünnt werden soll und sozusagen ihre Bedeutung verliert. Das finde ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch eine ziemlich massive Unterstellung und ist keineswegs das, was in dem Gesetzentwurf enthalten ist. Ja, und in der Anhörung, Sie werden sich ganz sicher erinnern an Frau Heitz, die aus Baden-Württemberg kam und ein sehr positives Bild gezeichnet hat.
Sie hat vor allen Dingen geprägt von dem großen Engagement, das die Politik in den sozialen Diensten hat und die Möglichkeiten der Fortbildung, überhaupt die Möglichkeiten in der Zusammenführung der sozialen Dienste herausgearbeitet. Frau Perricone hat ja explizit, Sie erinnern sich, dagegen gesprochen und hat sozusagen ein ganz anderes Bild gezeichnet. Aber auf die Nachfrage hin, ob es denn, warum das jetzt in Baden-Württemberg so unterschiedlich ist zu Hessen, kam eigentlich mehr die Befürchtung. Also es waren gar keine klaren Anschuldigungen, sondern es ging eigentlich immer um Befürchtungen, nämlich darum, dass sozusagen die Beteiligten an Bedeutung verlieren könnten. Und ich finde, diese Befürchtungen sind natürlich zu Recht zu äußern und auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie sind aber auch nicht Grundlage dieses Gesetzentwurfs. Ganz anders der Herr Nixdorf vom Landgericht Frankfurt. Er hat alle die positiven Aspekte aufgezeigt und auch daran erinnert, dass gerade in der Herausarbeitung für gemeinnützige Arbeit ganz viel bei Gerichtshilfe und Bewährungshilfe zusammengearbeitet wird. Auch das Landgericht, ich hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es einen Bericht von 2021 zu den sozialen Diensten gibt, wo der Präsident explizit auf die Vorteile, die gute Zusammenarbeit hingewiesen hat. Und er hat natürlich, es sind ich glaube, irgendwas um die 40 Seiten lohnt sich zu lesen, darauf hingewiesen, dass es ja nicht nur um diese beiden Bereiche geht, sondern sich diese auch noch untereinander aufteilen und deswegen das ein sehr gutes Modell ist. Und er hat auch gesagt, ja, wir sind alle Sozialarbeiter, aber in diesem Bereich, da bin ich ganz anderer Meinung als der Herr Wilken, ist es natürlich notwendig, mit viel Empathie, viel Engagement, auch dieses Klientel zu bedienen. Und man darf nicht vergessen, viele der Menschen, die davon betroffen sind, sind ja nicht nur einmal bei der Gerichtshilfe oder bei der Bewährungshilfe, sondern drehen mehrere Schleifen. Und auch da hat sich die Zusammenarbeit zwischen Gerichtshilfe und Bewährungshilfe bewährt. Zu dem Präsidenten Herrn Müller aus Fulda habe ich auch einen anderen Eindruck bekommen. Warum beziehe ich mich darauf? Weil ich noch einmal darauf hinweisen möchte, dass natürlich die Äußerungen zur Kenntnis zu nehmen sind, aber sie haben auch durchaus unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Und er hat noch einmal darauf hingewiesen, ähnlich wie der Präsident aus Frankfurt, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen gerade in einem kleineren Landgericht viel wichtiger sind, weil es natürlich auch mehr Fläche bedient und die Synergien da auch wichtig sind. So, und dann könnte man noch Staatsanwälte zitieren. Ich möchte Sie aber an dem heutigen Abend nicht langweilen, die explizit auch darauf hingewiesen haben, dass es nicht darum geht, die einzelnen Bereiche zu beschneiden, sondern mit der Zusammenfassung der sozialen Dienste ein besseres Angebot an die Betroffenen zu bilden. Ich hätte jetzt heute Abend auch noch ein bisschen aus meiner Rede aus der ersten Lesung zitieren können. Da ging es auch noch einmal. Aber ich will es Ihnen ersparen. Ich glaube, meine Worte waren deutlich. Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Vielen Dank. Sie haben den Beifall des Hauses insgesamt für die Verkürzung der Rede. Ob das der Kollege Müller auch schafft, werden wir jetzt gleich gemeinsam erleben. Er muss morgen im Untersuchungsausschuss. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Respekt vor dem Präsidenten und vor allen Dingen vor der Geschäftsordnung und die Möglichkeiten des Präsidenten verbieten jetzt jegliche Kritik an der Aussage des Präsidenten. Aber ich habe da so meine eigene Meinung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eingangs möchte ich Ihnen einen in der PG-Runde bereits besprochenen Änderungsantrag vorstellen, den ich jetzt auch stellen möchte. Wir stellen nämlich den Antrag, den Gesetzentwurf wie folgt zu ändern. § 3 Absatz, in Satz 1 wird die Angabe am 1. Juli 2022, dass das Inkrafttreten geändert, durch die Wörter zwei Monate nach der Verkündung.
Das ist, glaube ich, selbsterklärend und ist auch sinnhaft. Und insoweit habe ich den jetzt auch eingebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ich bedanke mich bei Kollegin Förster-Heldmann, weil wir hatten wahrscheinlich den gleichen Eindruck, wir waren irgendwie in einer anderen Anhörung. Wir waren irgendwie in einer anderen Anhörung. Weil zunächst einmal alle, die betroffen sind, haben dieses nicht erlebt oder nicht gewusst oder nicht im Gefühl gehabt, was sich eigentlich ändern wird. Und deshalb war es sinnhaft, dass aus den Projekten Mitarbeitende unserer Justizverwaltung dort waren und vor allen Dingen, was viel interessanter war, die Dame aus Baden-Württemberg. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn wir der genau zugehört haben, die war durchaus, ich will es jetzt nicht zu euphorisch sagen, aber die war begeistert von den Möglichkeiten, die eine zusammengelegte Gerichts- und Bewährungshilfe bietet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das hat mich letztlich wesentlich auch mit überzeugt, zu sagen, das ist sinnhaft. Und es nützt uns ja nichts, es nützt uns überhaupt nichts, der etwas gesetzlich verunglückten Vorstellung des 160 Absatz 3 StPO nachzuhängen. Es gab diese Vorstellung mal, dass Gerichtshilfe eingerichtet wird und dann diese Aufgaben, die im Gesetz beschrieben sind, durchgeführt werden. Nur das Problem ist, Sie werden kein Bundesland finden, wo das gemacht wird, und zwar kein einziges. Sie werden deshalb keins finden, weil sich das nicht als sinnhaft erwiesen hat, weil es erstens keine Mehrerkenntnisse gibt und zweitens, was viel, viel wichtiger ist in einem Strafverfahren, Sie haben einen zeitlichen Zusatzpuffer, der einfach dazu führt, dass die Verfahren länger dauern. Und da jetzt zu sagen, an den Verfahrensdauern kann es nicht liegen, verkennt, dass der Strafprozess einer absoluten Beschleunigungsmaxime unterliegt, aus vielerlei Gründen. Einmal aus den Gründen, dass der Rechtsstaat relativ schnell aburteilen soll, aber auch aus den Gründen, dass der oder die Beschuldigte oder dann Angeschuldigte auch ordnungsgemäß einen Anspruch hat, ein schnelles Verfahren zu erleben. Und das alleine muss uns überzeugen, dass es sinnhaft ist, nachzudenken, was man verändert. Was auch sinnhaft ist, nachzudenken, ob sich etwas verändert, ist, was gibt es denn für Chancen? Für Chancen aus der Veränderung. Und wer Veränderung möchte und Zukunft gestalten möchte, muss auch ab und zu nachdenken, ob das, was man hat, vielleicht auch verändert werden kann. Und ich finde, auch das ist gut dargestellt worden, und zwar von allen Beteiligten, jedenfalls den Richtern, den Staatsanwälten und vor allen Dingen der Dame aus Baden-Württemberg, die nämlich gesagt hat, es hat Chancen der Zusammenarbeit, aber vor allen Dingen auch der intensiveren Betreuung und des Wechsels in der Betreuung. Und viele Argumente, die dort angeführt worden sind, die Dame aus Kassel hat ja angeführt, gerade im Zusammenhang mit der Familienbetreuung bei Gewalt in Familiensituationen, das sei schwierig. Und die Baden-Württemberger Kollegin hat deutlich gemacht, dass das eben nicht so sei, sondern das Gegenteil sei der Fall. Durch den Wechsel und den Austausch der unterschiedlichen Erfahrungshorizonte der verschiedenen Berufsgruppen ergeben sich Chancen. Und ich finde, wenn man in der Justiz Chancen hat, muss man die ergreifen. Und Ihre Argumentation zur Personalsituation, also ich habe der Regierungserklärung des verehrten Herrn Staatsministers relativ gut zugehört, hoffe ich jedenfalls. Und ich habe vernommen, er macht in der Justiz eine ganze Menge, indem er aufbaut und vor allen Dingen auch Personal ausweitet und verbessert die Situation. Und ich finde, da sind viele Impulse gesetzt worden, die uns zukünftig fröhlicher stimmen können. Letzter Punkt ist, ich kann verstehen, dass die anzuhörenden Betroffenen natürlich skeptisch sind, Vorbehalte haben und vor allem auch Ängste haben, weil sie nicht wissen, was mit ihnen passiert. Was ich aber nicht akzeptieren will und kann, ist, dass beispielsweise eine Anzuhörende über die andere Berufsgruppe, ich sage es mal freundlich, sich geäußert hat in einer Art und Weise, dass mit Kollegialität nichts mehr zu tun hatte. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und wir haben uns alle gefragt, was das eigentlich soll, weil das ist unnötig. Das setzt auch Dinge in Gang, die gar nicht erforderlich sind. Entscheidend ist, dass Bewährungshilfe und Gerichtshilfe eine vernünftige Einheit bilden können. Zahlreiche Länder zeigen uns das, vor allem aber auch Baden-Württemberg. Und die Kollegin aus Baden-Württemberg hat ja gesagt, wenn man dann auch noch eine Strukturbetrachtung dort mit aufnimmt, dann wird das ein Erfolg. Und ich glaube an diesen Erfolg. In diesem Sinne stimmen wir natürlich dann auch dem Gesetz zu und bitten Sie auch, die Änderung aufzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Müller.
Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Poseck das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die sozialen Dienste sind eine unverzichtbare Institution in der Justiz. Sie nehmen eine wichtige Aufgabe, vor allem im Rahmen der Strafrechtspflege, wahr. Sie sind Ausdruck auch unseres humanen Strafrechts, weil sie eine individuelle Betrachtung und eine individuelle Begleitung und Betreuung eines Straftäters in den Strafprozess mit einbringen. Unsere sozialen Dienste werden getragen von hoch engagierten Bediensteten, die ihre Aufgabe mehr als einen Beruf, sondern vor allen Dingen auch als Berufung wahrnehmen. Und das gilt für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, egal ob sie in der Gerichtshilfe oder in der Bewährungshilfe tätig sind. Ohne Zweifel, die Gerichtshilfe und die Bewährungshilfe haben auch unterschiedliche Aufgaben, und sie werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verfahren tätig. Da kann ich auf die Vorreden insoweit Bezug nehmen. Ich sehe aber bei der Aufgabenerfüllung auch eine Reihe von Schnittmengen und eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Beiden Aufgabengebieten ist gemein, dass es um die individuelle Begleitung und Betreuung von Straftatverdächtigen bzw. verurteilten Straftätern geht. In beiden Tätigkeitsfeldern spielen Auflagen und Weisungen mit den entsprechenden Kontakten, die dafür erforderlich sind. Frau Hartdegen hat den Aspekt der gemeinnützigen Arbeit angesprochen, eine wichtige Rolle. Die Landesregierung möchte an dem Gesetzesvorhaben auch weiter festhalten, und zwar gerade auch wegen der Ergebnisse, die sich aus der Anhörung ergeben haben. Ich bin an dieser Stelle auch in der Kontinuität zu meiner Amtsvorgängerin und zu meinen Amtsvorgängern. Denn dieser Vorwurf ist auch nicht erhoben worden. Keiner wird sagen können, dass es sich bei der Reform der sozialen Dienste um einen Schnellschuss handelt. Dieses Thema ist über eine lange Zeit und sehr sorgfältig seitens des Justizministeriums bearbeitet worden. Schon im Jahre 2006 ist eine hochrangige Expertenkommission eingerichtet worden, die sich für die Zusammenlegung von Gerichtshilfe und Bewährungshilfe als Weiterentwicklung der sozialen Dienste ausgesprochen hat. Es hat dann Pilotprojekte gegeben, unter anderem in Frankfurt, unter anderem in Fulda, die auch wissenschaftlich begleitet wurden und positive Ergebnisse auch nach den wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt haben. Die Landesregierung hält an dem Vorhaben fest, weil der Gesetzentwurf vernünftige Ziele verfolgt. Lassen Sie mich drei positive Gesichtspunkte benennen. Durch die Zusammenlegung wird eine kontinuierliche Betreuung von Probanden ermöglicht, vom Anfang des Verfahrens bis zur Vollstreckung einer Strafe. Durch die Zusammenlegung kann Kompetenz gebündelt werden. Es wird ein Austausch zwischen den Fachbereichen ermöglicht. Und schließlich sehe ich personelle Synergieeffekte, nicht zuletzt auch eine verbesserte Vertretungssituation, zum Beispiel auch bei der personell, Sie haben das Beispiel Fulda genannt, insgesamt doch recht kleinen Gerichtshilfe. Keine Frage, das haben die Vorrednerinnen und Vorredner auch hervorgehoben, die Anhörung hat unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Ansichten gezeigt. Jede und jeder kann sich jetzt das raussuchen, was er möglicherweise auch für seine Position anführen will. Ich will aber schon auch darauf hinweisen, dass befürwortende Argumente gerade auch von denen kamen, die praktische Erfahrungen mit der Zusammenlegung auch in Hessen gemacht haben. Ich verweise insoweit auf den Präsidenten des Landgerichts Frankfurt, den leitenden Oberstaatsanwalt aus Frankfurt, den Präsidenten des Landgerichts Fulda, den leitenden Staatsanwalt in Fulda, auch den Leiter der Bewährungshilfe in Frankfurt und, sehr geehrte Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, das sind auch Praktika. Also
wir können nicht nur diejenigen, die die Verbände vertreten haben, hier als Praktikerinnen und Praktiker bezeichnen. Auch die Behördenbesuche, von denen ich in den letzten Wochen sehr viele gemacht habe, haben mich eher darin bestärkt, an dieser Zusammenlegung auch festzuhalten. Ich habe das Thema immer wieder auch im Gespräch mit Bediensteten angesprochen. Und ich habe jedenfalls überwiegend auch eher eine positive Einstellung der Bediensteten vor Ort zu diesem Vorhaben erhalten. Und ich meine nicht, Frau Hartwig, dass wir aus den Pilotprojekten eine negative Schlussfolgerung im Hinblick auf die Zahlen ziehen können. Sie haben gesagt, das hätte zu einem Rückgang im Bereich der Gerichtshilfe geführt. Es geht wirklich nicht darum, die Gerichtshilfe hier irgendwie unterzubuttern, sondern das Ziel ist es, auch die Gerichtshilfe zu stärken und auch ihre Zahlen wieder nach oben zu treiben. Ich will schon darauf hinweisen, dass gerade die Zahlen der jüngeren Zeit natürlich auch Corona-Einflüsse hatten, sodass sie aus meiner Sicht nicht unbedingt jedenfalls mit der Zusammenlegung auch in Zusammenhang gebracht werden können. Denjenigen, die die Zusammenlegung eher mit Sorge betrachten, versichere ich, dass wir auch die Sorgen ernst nehmen werden. Und ich glaube, ich kann auch an dieser Stelle das eine oder andere unmittelbar ausräumen. Soweit es nämlich um die Sorge geht, die Zusammenlegung könne für irgendeinen Personalabbau genutzt werden, ist das gerade nicht der Fall. Es gibt nicht solche Pläne. Im Gegenteil, es ist unser Ziel, hier auch personell deutlich weiter zu verstärken. Die Gerichtshilfe ist im laufenden Jahr schon erheblich verstärkt worden im Hinblick auf das Marburger Modell. Und in dem Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt sind zusätzliche Stellen für die Bewährungshilfe vorgesehen. Es wird also deutlich, es geht nicht um Sparmaßnahmen, sondern es geht um eine Stärkung der Arbeit und um eine Stärkung der Qualität. Staatsminister, ich weise auf die Redezeit. Auch die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern bestärken uns. Es wurde darauf hingewiesen, dass es in den allermeisten Bundesländern eine Zusammenlegung mit positiven Ergebnissen gegeben hat. Ich denke, das werden wir auch in Hessen hinbekommen. Daran arbeiten wir. Die Landesregierung legt großen Wert auf die Weiterentwicklung der sozialen Dienste. Und wir wollen die Gerichtshilfe und die Bewährungshilfe unter einem Dach stärken, im Interesse des Rechtsstaats, im Interesse der Sicherheit und auch im Interesse der Straftäterinnen und Straftäter und ihrer individuellen Betreuung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Poseck. Wir kommen zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Grünen und die CDU und die AfD. Der Änderungsantrag. Wenn sich der Geltungs. Entschuldigung, ich habe die Sitzung offensichtlich zu spät übernommen, um das im Kopf zu haben. Wir haben einen Änderungsantrag mündlich gehört. Dann lasse ich über diesen mündlich geäußerten Änderungsantrag abstimmen, nachdem mir einer der beiden Geschäftsführer einigt euch, wer will. Alles gut, Herr Billig. Der Antrag wurde gestellt. Das geht redaktionell darum, dass man 3 Monate nach Inkrafttreten oder Okay, was ich jetzt verstanden habe, der mündlich gestellte Änderungsantrag 2 Monate nach Inkrafttreten. Alles klar, dann lasse ich als erstes über den Änderungsantrag abstimmen. Wer dem zustimmen will, bitte ich ums Handzeichen. AfD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD, wer enthält sich? Die Linken und die Freien Demokraten. Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen. Und lasse jetzt über den so geänderten Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Es ist Bündnis 90 die Grünen, die CDU und die AfD. Wer ist dagegen?
Es sind die Linke, SPD, Freie Demokraten. Enthalten kann sich niemand mehr. Damit hat der Entwurf eine Mehrheit gefunden und wird zum Gesetz erhoben.